Fressen oder gefressen werden. Das hört sich einigermaßen bedrohlich an, wenn man sich seine Laufbahn wie eine Reise durch den Dschungel vorstellt. Und falls man den Weg nicht oder noch nicht kennt, nicht weiß, welche Regeln im Urwald gelten oder schlecht vorbereitet auf den Weg geht, ist diese Reise auch nicht ohne Risiken. Es gibt in Vergessenheit geratene uralte Pfade, die sind im Laufe der Zeit zugewachsen und dadurch kaum noch sichtbar. Um diese überhaupt nützen zu können, muss man sich erneut einen Weg durch widerspenstiges Gestrüpp bahnen. Spuren der Vergangenheit folgen. Und dann gibt es ebenfalls leicht begehbare, ausgetretene und anscheinend sichere Pfade. Aber auch dort lauern Gefahren. Man kann den Weg alleine gehen oder zusammen mit anderen. Abgesehen von den Gefahren birgt der Urwald unvorstellbare Erfahrungen, beeindruckende Schönheit und Reichtum. Seinen Weg finden. Wie wir auf unserem Weg unterschiedliche Gesetze und Regeln entdeckten. Gesetze, die auf Erfahrungen in Bezug auf unsere Projekte beruhen. Und in diesem Vortrag möchten wir auf das Zustandekommen einiger Projekte näher eingehen. Und inwieweit die Gesetze heutzutage noch Geltung haben, ist eine andere Frage. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Der Arbeitsbereich des Grafikdesigners hat sich in den letzten Jahrzehnten nämlich komplett geändert. Neue Produktions- und Kommunikationstechniken, neue Medien, andere Formen von Zusammenarbeit und Arbeitsverhältnissen, die sind entstanden. Und seit der Computer sich in der Designpraxis durchgesetzt hat, ist der Grafikdesigner nicht länger nur für Idee, Entwurf, Anweisungen für die Ausführung und Begleitung der Produktion zuständig. Nein, er trägt auch die Sorge für die Arbeit, die vorher vom Setzer, Lithograf und Prepress-Abteilung der Druckerei erledigt und, nicht unwichtig, beim Auftraggeber in Rechnung gestellt wurde. Es bedeutet große und dauerhafte Investitionen in den Erwerb technischer Kenntnis und der Anschaffung von Hard- und Software, ohne dass den Ausgaben ausreichende Einnahmen gegenüberstehen. Die heutige Lage eines Grafikdesigners ist eine völlig andere als die im vorigen Jahrhundert. Design ist nicht länger ein einigermaßen autonome Disziplin, sondern vielmehr in die Gesellschaft integriert. Und die Bedeutung von Design ist stark gewachsen. Forschungen, die zeigen, dass gut gestaltete Produkte und Dienstleistungen nachweislich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Dazu, Designer fühlen sich viel mehr als früher verantwortlich für Mensch und Umwelt und fragen sich, wie sie einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten können. Was sich aber nicht geändert hat, der Designer muss immer noch seine Position und seinen Standort bestimmen. Orientierung bleibt wesentlich. In welche Richtung gehe ich? Wo liegen meine Prioritäten? Welche Konzessionen halte ich für akzeptabel? Vertraue ich meiner Intuition? Was will ich in ferner Zukunft machen? Den Weg, den wir gewählt haben und immer noch gehen, ist nicht der einzige. Es führen viele Wege nach Rom. Also jetzt einige Erfahrungen, die wir auf unserem Weg gemacht haben und dazu ein Fazit. Am 10. Januar 2011 feierte das Nederlands Blasersensemble, also das niederländische Bläserensemble, im Amsterdamer Konzertgebau ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass soll eine Jubiläumsausgabe erscheinen. Anstatt, wie ursprünglich geplant, eine CD-Box mit zusätzlichem kleinen Buch zu produzieren, hat man sich für ein großes Buch mit einer CD entschieden.
Das Ensemble besteht aus rund 20 Top-Musikern und ist weltweit bekannt für ihre legendären theatralischen Programme alter und zeitgenössischer Musik. Mitte Oktober 2010 bekommen wir den Auftrag zur Gestaltung dieser Ausgabe. Zu diesem Zeitpunkt ist etwa die Hälfte der Texte fertig. Das NBE verfügt über ein völlig ungeordnetes Archiv. Zum Glück steht uns ein äußerst motivierter Mitarbeiter, der sich alle Mühe gibt, die von uns gewünschten Sachen aufzustöbern, zur Verfügung. Zusammen mit ihm übernehmen wir die Bildredaktion. Wir haben eine immense Auswahl an Abbildungen, Fotos vom Ensemble, Partituren, Einladungen, Plakate, Rezensionen und Briefe. Sowohl lobende Reaktionen als auch Schimpftiraden. Wir haben uns zuerst die Frage gestellt, wie man einem unorthodoxen, oft kontroversen Ensemble gestalterisch überhaupt gerecht werden kann. Zweitens, inwiefern greifen wir in geliefertes Bildmaterial ein? Und drittens, wie schaffen wir ein gutes Verhältnis zwischen den überwiegenden Schwarz-Weiß-Bildern aus der Anfangszeit und den späteren Farbbildern? Die turbulente Geschichte der Gruppe kennend stand für uns ziemlich schnell fest, für das NBE ist eher ein unkonventionelles Buch angemessen. Keine trockene Auflistung von Fakten, keine pflichtgemäße Reihe ordentlich platzierter Fotos und Dokumente, sondern eine Spiegelung von Charakter, Intention und Geschichte des NBEs. Ein Buch, das sich wie eine Partitur lesen lässt. Ein Buch, worin sich unterschiedliche Erzählstränge überschneiden. Dass ein solches Angehen sowohl ausgesprochene positive als auch negative Reaktionen hervorrufen würde, war uns von Anfang an klar. Überzeugt von unserem Vorhaben präsentieren wir wenig später anhand einiger gestalteter Doppelseiten unsere Richtung, in die wir gehen wollen. Nach der Präsentation fällt jedoch eine große, etwas beklemmende Stille. Keiner reagiert oder traut sich, etwas zu sagen. Die anwesenden Personen vom NBE und des Verlags schauen fragend in die Runde. Wir machen das auch. Bart Schneemann, der Leiter des NBEs, unterbricht die Stille. Und jetzt möchtet ihr wahrscheinlich gerne wissen, was ich von euren Vorschlägen halte oder nicht. Wir nicken mit einer gewissen Anspannung. Alle Anwesenden schauen gebannt zu Bart. Ihr habt die Essenz vom Ensemble genau auf den Punkt gebracht. Er ist begeistert. Große Erleichterung bei allen Beteiligten, der Weg war frei, es blieb uns aber nur noch wenig Zeit. Wir entscheiden uns für ein großes Buchformat, 23 x 34 cm, ein ungestrichenes Papier, Munken links, und für die Schriften die Gelson und die Lexikon. Die Höhe von 34 cm und die gestanzten Löcher im Buchrücken stimmen genau mit der Abmessung und den Grifflöchern einer Sopranblockflöte überein. Das Buch war rechtzeitig fertig und wurde am 10. Januar in einem festlichen Rahmen präsentiert. Reaktionen sind nicht ausgeblieben. Peter Boersma, Fotograf aus der Anfangszeit des NBEs: Ich habe einen Mordschrecken bekommen. Was für eine Blamage, was für eine Beleidigung. Nicht nur für mich, sondern ebenfalls für andere Fotografen und für die Mitglieder des alten NBEs. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nicht mitgemacht. Übrigens, der Fotograf war bei der eben erwähnten Präsentation dabei, hatte zwar so seine Bedenken, aber trotzdem zugestimmt. Jupp Verwey, einer der Gründer des MBEs, an die Autorin Saskia Törnquist, als Antwort auf ihre Frage an Jupp und seine Ehefrau: Und, was haltet ihr von dem Jubiläumsbuch? Das Buch halte ich und nicht nur ich für eine völlige Katastrophe, ein Monstrum, eine Missgeburt. Teils unlesbare Texte und verhunzte, vergewaltigte Fotos. Und später noch an Hans persönlich: Herr Bockding, ich weiß, dass man Gestaltern misstrauen soll, weil die sich gerne als große Künstler betrachten und so in Erscheinung treten. Es fehlt ihnen offensichtlich vollkommen an Einblick, wie man ein historisches Dokument zu gestalten hat. Ich würde ihnen raten, kreativ zu malen, mit Makramee zu arbeiten, Brotpüppchen zu backen oder etwas Ähnliches. Remke Speikers, die ab 1990 für das MBE fotografiert hat,
Am Anfang musste ich mich erst an die Idee gewöhnen, dass meine Bilder bearbeitet werden sollen. Aber wo ich das Buch jetzt in Händen habe, stelle ich fest, dass meine Arbeiten eine völlig neue Dimension und Aussagekraft bekommen haben. Bart Schneemann als Reaktion auf Jupp Verweis Missvergnügen: Jupps Frisur ist ihm außerordentlich wichtig. Was sie also nie hätte tun dürfen, in einem Gruppenbild über Jupps sorgfältig frisierten Lockenkopf ein zweites Bild und dazu noch einen Brieftext projizieren. Damit ruft unsere Arbeit ganz ähnliche Reaktionen hervor, die das NBE im Laufe der Jahre auch erfahren hat. Wir liegen damit ganz in der Tradition des MBEs. Einen kurzen Auszug eines Leserbriefs, der im Buch abgebildet wird, möchten wir euch nicht vorenthalten und lautet wie folgt. Soeben von einem der Kaffeekonzerte zurückgekommen, mit einem bunkenden Kopf und brennenden Kopf- und Augenschmerzen, möchte ich Sie doch mal wissen lassen, was die Musik, die Sie aussuchen und mit der Sie uns konfrontieren, bewirkt. Mein Kehlkopf zog sich in einem Krampf zusammen. Meine Gebärmutter schrumpfte wie ein schwerer Stein in meinem Bauch zusammen und die schrillen Kopfschmerzen, obwohl ich eigentlich nicht mal weiß, was Kopfschmerzen überhaupt sind. Wir sind doch keine Computer, sondern lebendige, gefühlvolle Seelen. Unser Fazit: Jedes Thema und jeder Auftrag birgt oft unerwartete Möglichkeiten, auch wenn diese ein gewisses Risiko mit sich bringen. Das größte Risiko ist, überhaupt keins einzugehen. Wenn niemals etwas misslingt oder anders als erwartet läuft, wird auch nie etwas Außerordentliches entstehen. Ohne Reibung kein Glanz. Okay. Es geht weiter. Wir sind noch nicht fertig. Anfang der 80er Jahre gestalte ich für das Mauritshuis in Den Haag ein Ausstellungsplakat. Die Druckkosten sollen von einer Bank, F. van Landschot Bankiers, übernommen werden. Und deswegen meldet sich Frau Lisbeth Strutin von der Abteilung Presse und Publizität bei mir. Sie hat unterschiedliche Prints vom Logo dabei. Die Bank soll ja irgendwie auf dem Plakat erwähnt werden. Leider ist keins der Logo-Versionen dafür geeignet. Ich schlage deswegen eine alternative und brauchbare Lösung vor. Lisbeth und ich kommen über die Bank ins Gespräch und sie bietet mir an, einen Termin bei Van Landschot zu vereinbaren. Es gäbe vielleicht im Bereich Gestaltung Möglichkeiten für mich. Nach einiger Zeit kommt die Einladung, um mich in Den Bosch, wo sich der Hauptsitz befindet, zu melden. Keine weitere Info, keine Fragen, nichts. Ich mache mich völlig unbefangen auf den Weg. Dort angekommen werde ich in einen kleinen, mit dunklem Holz ausgestatteten Versammlungssaal geladen. Generationen der Bankiersfamilie van Landschot seit 1737 behalten mich von ihren Porträts aus streng im Auge. Nach einer Weile setzen sich mehrere Personen an den Tisch. Ein Großteil ist vom Vorstand. Lisbeth ist ebenfalls anwesend. So, Herr Bochting, dann erzählen Sie mal. Lisbeth realisiert sich, dass sie völlig vergessen hat, mich über ein Gesprächsthema zu informieren und entschuldigt sich. Naja, okay, wenn Sie jetzt doch mal hier sind, da Sie wahrscheinlich noch nie zuvor hier waren, sagen Sie mal, was war Ihr erster Eindruck, als Sie bei uns vor der Tür standen und dann den Eingangsraum betraten? Ich sage, ja, ich habe den Eindruck, dass ich als einfache Privatperson bei Van Landschot Bankiers kein Bankkonto öffnen kann. Aber selbstverständlich können Sie hier ein Bankkonto eröffnen. Wieso meinen Sie, dass dies nicht möglich wäre? Na, ich habe den Zugang, man muss klingeln, bevor der Türsteher die Tür öffnet, und den Raum mit dem Kassenschalter als sehr unzugänglich erfahren.
Wir haben gerade von unserer Werbeagentur eine Imageuntersuchung durchführen lassen und die hat zu Empfehlungen geführt. Ich reagiere: Ohne diesen Bericht gelesen zu haben, kann ich Ihnen die Schlussempfehlung auch mitteilen. Das Budget für Werbung soll mindestens verdoppelt werden. Ich muss wohl ziemlich richtig liegen. Die Anwesenden schauen sich nur kurz staunend an. Und ich erkläre dann, dass es sich hier meiner Meinung nach um ein Identitätsproblem handelt und biete an, darüber nachzudenken. Man soll mir möglichst viele Publikationen der Bank schicken. Und inzwischen werde ich mir einige der Bürogebäude der Bank anschauen. Eine Woche später bekomme ich einen Karton, gefüllt mit einer Sammlung Drucksachen jeglicher Art. Ein Sammelsurium ohne jegliche Struktur, Übereinstimmung oder Erkennbarkeit. Die Ausführung unter aller Kritik. Jetzt wissend, entweder von Van Lanschoten niemals wieder etwas zu hören oder einen neuen, interessanten Auftraggeber zu bekommen, entschließe ich mich für eine klare, unverblümte Beurteilung. Mir sind die hölzernen, handgemalten Textschilder oberhalb der Kassenschalter in Erinnerung geblieben. Nun gibt es in England eine Tradition in von der Hand gemalten Beschriftungen. Wenn aber jemand so etwas ohne Kenntnis versucht, macht das Resultat schnell einen schäbigen Eindruck. Das steht in meinem Bericht und diesen Bericht verschicke ich. Es vergehen einige Wochen. Dann kommt eine Einladung für ein Gespräch in Den Bosch, im gleichen kleinen Versammlungssaal. Also, Herr Bogting, Sie halten diese Bank für eine shabby Angelegenheit. Dann zeigen Sie uns bitte schön, wie sich das ändern lässt. Sie gestalten den nächsten Jahresbericht. Von 1982 bis 2009, also in einem Zeitraum von 26 Jahren, gestalten wir nicht nur den Jahresbericht der Bank, sondern ebenfalls die der vielen Investmentfonds, außerdem Serien von Broschüren, Formularen, Bankkarten und so weiter. Van Lanschot wird zum wichtigsten Auftraggeber. Für den Jahresbericht entwickle ich ein detailliertes typografisches Raster, womit der Schriftsetzer genau und zielgerecht arbeiten kann. Aber neben den typografisch sorgfältig ausgestatteten Präsentationen der Zahlen betrachte ich den Jahresbericht auch als Medium par excellence, um weniger naheliegende Aspekte eines Unternehmens zu präsentieren. Und das führte gerade für eine Bank zu ziemlich auffälligen Themen. So zeigen wir 1986, wie Künstler das Phänomen Geld und Leute, die sich damit beschäftigen, interpretiert haben. Und dieses Urteil fällt nicht gerade positiv aus. Gemälde, zum Beispiel Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, die zeigen es unverkennbar: Man dient entweder Gott oder dem Mammon. Im Tausch für ein Exemplar des Jahresberichts und eine zusätzliche Summe macht der amerikanische Künstler Edward Greenholz für den Umschlag vom Jahresbericht ein Aquarell. Ich habe ihn darum gebeten. Diese Arbeit ist Teil einer Reihe, die Keynotes im Tausch für Dienstleistungen oder Produkte und später auch für Geld anfertigte. Für einen Tauschhandel benötigt man aber keine Bank. Für die Jahresberichte von 88 und 89 schlage ich als Thema vor: Bedeutungen, die von Menschen in unterschiedlichen Kulturen und Jahrhunderten Zahlen beigemessen worden sind. Und somit lande ich bei Numerologie, Astrologie, Tarot, Horoskop und so weiter. Und dem Vorstand präsentiere ich das Thema erstmals als Gedanke, als möglichen Ausgangspunkt. Bei der Themenwahl hatte ich mittlerweile ziemlich freie Hand bekommen, aber diesmal zögert der Vorstandsvorsitzende Jan Kees van Lanschot.
Es steht es mir trotzdem zu, das Thema weiter zu untersuchen und ihm einen konkreten, ausgearbeiteten Vorschlag zu präsentieren. Der Direktionssekretär erklärt mir nachher den Grund des Zögerns von Herrn Jan Kees. Dessen Vater und Vorgänger war zu Lebzeiten sehr mit Esoterik beschäftigt. Jan Kees konnte damit weniger anfangen. Und jetzt kommt da diese Gestalte und konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit. Meine Vorschläge zum Thema, die werden akzeptiert und im Studio des Fotografen Lex von Peterson entstehen die unwahrscheinlichsten barocken Installationen. Bei der Bank ist man sich bewusst, dass ein solches Thema eine unleugbare Relativierung über die Bedeutung von Zahlen beinhaltet. Inwiefern sich das ebenfalls auf die im Jahresbericht präsentierten Zahlen bezieht, überlässt man den Lesern. Die Zeit hat es uns gelernt. Im Schutzumschlag vom Jahresbericht 2000 beziehen wir uns ebenfalls auf Zahlen, aber die sind hier dann völlig anders interpretiert worden. Es entsteht im Laufe der Zeit eine Reihe von Informationsbroschüren, die alle auf dem für die Jahresberichte entwickelten typografischen Raster basieren. In der Absicht, einen klaren Zusammenhang zu schaffen, introduzieren wir eine für alle zukünftigen Publikationen anzuwendende Schrift, die DTL Fleischmann. Diese von Johann Fleischmann entworfene Schrift entstand, genau wie das Bankgeschäft von Van Lanschot, Mitte des 18. Jahrhunderts. Van Lanschot erwirbt eine Nutzerlizenz für die von Erhard Kaiser in den 90er Jahren äußerst sorgfältig digitalisierte Schrift. Und das ermöglicht auch Dritten, die Schrift anzuwenden. Außer UNA arbeiten nämlich noch andere Gestalten und eine Werbeagentur für Van Lanschot. Und so gelingt es uns, ohne jemals überhaupt einen offiziellen Auftrag zur Entwicklung einer Corporate Identity bekommen zu haben, eine erkennbare visuelle Identität zu schaffen. Unser Fazit: Wenn man um seine Meinung gefragt wird, sollte man sie auch äußern. Unverblümt. Meine damalige Agentur UNA realisierte jedes Jahr zusammen mit Texter, Fotografen, Lithografen, Papierlieferanten und Druckereien eine Agenda. Sie werden nicht verkauft, sondern sind ein Geschenk für Freunde und Geschäftsbeziehungen aller Beteiligten in der Produktion. Die Agenden haben immer das gleiche Format, sind aber thematisch und in der Ausführung alle unterschiedlich. Für das Jahr 2001 setze ich mir als Ziel, unter Anwendung von rein grafischen Mitteln das Verstreichen der Zeit spürbar zu machen. Die Idee, jetzt ist es ein bisschen kompliziert. Es gibt 365 Tage im Jahr, verteilt über 12 Monate. Und jeder Monat hat einen ersten, zweiten, dritten, vierten und ab und zu fünften Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Diese Tage bekommen in dieser Agenda ihr eigenes Bildsymbol. Und das ergibt 35 unterschiedliche Symbole für die gesamten 365 Tage. Alle Tage des gesamten Jahres bekommen anhand dieser Formel ihr spezielles Symbol zugewiesen. Die Symbole sind Kombinationen von drei unterschiedlich großen Kreisen, gedruckt in einer, zwei oder drei unterschiedlichen Pantone-Farben. Das komplette Muster der 365 Tage in Spiegelbild auf der Rückseite des japanisch gefalteten Blatt gedruckt
ist auf der linken Seite, wo sich der 1., 2. und 3. Januar befinden, sichtbar. Also da sieht man das komplette Muster. Die zu diesen drei Tagen gehörenden Symbole, die sind dort auf der Vorderseite abgedruckt. Und die übrigen 362 auf der Rückseite, die scheinen durch das leichte, fast transparente Papier. Am 4., 5., 6. und 7. Januar, die nächste rechte Seite, ist das Muster der Symbole um drei Plätze verschoben. Die Symbole von der vorherigen Seite verschwinden und werden als leere Punkte am Ende wieder zugefügt. Man muss sich das so vorstellen, als ob alle Kreise an einem Faden hängen und miteinander verbunden sind. Und jetzt zieht man pro Seite an diesem imaginären Faden. Die Kreise, die jeweils auf der Vorderseite stehen, werden von der Seite gezogen und die folgenden nehmen ihre neue Position ein. Und so verschiebt sich im Laufe des Jahres jede halbe Woche das Muster in eine Wellenbewegung von oben nach unten. Und immer mehr leere Punkte erscheinen rechts unten im Bild. Und somit verschwindet nach und nach das Jahr 2001 aus dem Blickfeld. Ich lade Sabine ein, zusammen mit mir die Idee zu verwirklichen und das Ganze für den Druck vorzubereiten. Damit die Idee optimal wirken kann, brauchen wir ein einigermaßen transparentes Papier. Die Typografie soll möglichst minimal gehalten werden. Ich musste Hans noch davon überzeugen. Hans hatte, was dies anbelangt, noch so viele zusätzliche Ideen und diese hat er sich dann für eine spätere Ausgabe aufbewahren müssen. Wir entscheiden uns für 60 Gramm Reference. Die Blätter werden japanisch gefaltet und fadenlos verleimt, der Buchblock in einen Leinenband gebunden. Eine normale, einfache japanische Faltung stellt sich als problematisch heraus. Die auf den rechten und linken Innenseiten gedruckten farbigen Kreise vermischen sich im Durchblick. Wir brauchen innerhalb der japanischen gefalteten Blätter eine zusätzlich unbedruckte Seite. Nach einigen Faltversuchen stellt sich das als relativ einfach machbar heraus. Es entsteht ein Raster für die Kreissymbole. Pro Seite werden jeweils 365 Kreise verschoben. Das macht 730 pro Doppelseite und letztendlich 37.960 für den ganzen Kalender. Ein Balanceakt, der mir das Äußerste an Konzentration abverlangt. In einem Großraumstudio ist es unglaublich schwierig, sich für diese Aufgabe gänzlich abzuschotten. Die japanische Bindung und die Idee, fast alle Kreise auf den Innenseiten der Bindung zu platzieren, erschwert das Ganze zusätzlich. Denn alles ist im Dokument spiegelverkehrt. Hochmotiviert und konzentriert mache ich mich an die Arbeit. Es entpuppt sich als Sisyphos-Arbeit. Nach vielen schweißtreibenden Stunden im Monat April angekommen, erscheint das falsche Symbol auf der Vorderseite. Mir ist irgendwo ein Fehler unterlaufen. Ich kann wieder von vorne beginnen. Unser Fazit: Man muss auch nicht unbedingt alles selbst machen. Eins und eins ist oft mehr als zwei. Ich hätte das anders gemacht, ist kein sachdienliches Argument. Dass ich etwas anders machen würde als mein Kollege, steht ja im Vorhinein fest. Es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, um etwas gut zu gestalten. Wer dafür nicht aufgeschlossen ist, tut sich mit dem Zusammenarbeiten schwer. 1999 plant der damalige Direktor Rudi Fuchs im Stedelijk-Museum Amsterdam eine Ausstellung von Georg Baselitz neuesten Arbeiten. Titel der Ausstellung: Reise in die Niederlande. Naheliegend, mich als Deutsche und Designer bei UNA in die Gestaltung von Plakat, Banieren etc. einzubeziehen. Baselitz ist gebeten worden, einige Abbildungen zur Verfügung zu stellen. Unserer Meinung nach kann keines dieser Bilder zu einem ansprechenden, effektiven Motiv für die Werbung der Ausstellung führen. Wir sind etwas enttäuscht von der Auswahl. Als Alternative gestalte ich eine typografische Interpretation eines charakteristischen Merkmals von Baselitz' Arbeiten, die auf den Kopf gestellten Figuren. Der Leiter der Marketingabteilung sah große Probleme voraus. Baselitz könnte beleidigt sein. Das geht auf keinen Fall.
Auf Hans Vorschlag, Baselitz persönlich zu kontaktieren, wurde nicht eingegangen. Dann rufen wir doch mal Rudi Fuchs an. Innerhalb einer Minute war die Sache geklärt, ohne den Entwurf gesehen zu haben. Wenn du meinst, dass die Bilder ungeeignet sind und du einen besseren typografischen Vorschlag hast, geht das meinetwegen völlig in Ordnung. Und so geschah es. Es wurden unterschiedliche Farbversionen produziert und die gewählten Farben stammen alle aus den Arbeiten von Baselitz. Das Plakat hängt noch heute bei mir im Büro und erinnert mich täglich an meine eigene Reise in die Niederlande. Ich bin 1996 in die Niederlande gereist, als Praktikant hat man sich hochgearbeitet, und letztendlich bis 2017 geblieben. Der Grund, warum Hans und ich Amsterdam mittlerweile verlassen haben, hat auch mit dem Thema Balance zu tun. Dafür brauche ich nur ein Wort in den Mund nehmen: Übertourismus. Fazit: Wir versuchen immer, mit den Entscheidungsberechtigten direkt ins Gespräch zu kommen. Vermittler wie Mitarbeiter der Marketingabteilung zeigen fast ohne Ausnahme ein hohes Maß an risikomeidendem Benehmen. Sie spielen auf Nummer sicher und sind ausschließlich mit einer möglichen unterstellten Meinung ihrer Vorgesetzten beschäftigt. Eine Hürde, die es möglichst schnell zu umgehen gilt. "2011 bekommen wir von einem kleinen Verlag den Auftrag zur Gestaltung von Van Abeltje tot Zoop, von A bis Z, ein Buch über den Erfolg des niederländischen Jugendfilms im letzten Jahrhundert. Die beiden Autorinnen haben sich schon Gedanken über die Gestaltung gemacht. Worüber sie sich weniger Gedanken gemacht haben, ist das Bildmaterial. Geliefert werden schlecht gestaltete Filmplakate und Drehortfotos. Und die wesentliche Frage, die wir uns sofort stellen, ist: Ja, wie präsentiert man Film, bewegende Bilder in Buchform? Mit den gelieferten Bildern wird uns das jedenfalls nicht gelingen. Also, wir bitten die beiden Damen, uns bewegende Bilder in Form von Videos, möglichst viele im Buch erwähnten Filme, zur Verfügung zu stellen. Und wir fotografieren die Bildsequenzen und Details, die unserer Meinung nach aussagekräftig sind, direkt vom Fernsehbildschirm ab. Wir entscheiden uns für ein handliches, vertikales Buchformat, das uns ermöglicht, die Bildsequenzen auch optimal wirken zu lassen. Als Schrift wählen wir die Univers. Die Mischung aus Drehortfotos, Abbildungen von Drucksachen, Bildsequenzen und Detailaufnahmen spiegeln unserer Ansicht nach das Medium Film. Die Plakate aller erwähnten Filme, die sind in alphabetischer Reihenfolge kleinformatig auf den Innenseite des Umschlags platziert. Und in dieser Form verarbeitet stört der Mangel an gestalterischer Qualität kaum noch. Unser Fazit: sei kritisch, stel alles in Frage. Gestalten bedeutet ein Problem lösen. Und das ist nur möglich, wenn das Problem klar definiert worden ist. Statt einer solchen Definition bekommt man leider oft schon eine halbe Gestaltungslösung geliefert. Um Einfluss ausüben zu können, sollte der Designer die Regie übernehmen. Und sonst bleibt für ihn nur die Ausführung von bereits genommenen, oft unausgereiften Entscheidungen übrig. Interessante Chancen werden dann verpasst. Im Bereich Kinderbücher haben wir schon einige besondere und mehrfach ausgezeichnete Ausgaben zustande bringen können. Es reichte aus, beim Verlag den Alltagstrott in der Produktion zu durchbrechen und eine alternative Verfahrensweise zu introduzieren. Das bedeutet, sobald der Verlag sich mit dem Autor über den Text geeinigt hat und ein Großteil dieser Texte fertig ist, setzen wir, Verleger, Autor und Illustrator, uns erst einmal zusammen, bevor der Illustrator überhaupt eine Zeichnung
gemacht hat. Und wir reden dann über Fragen wie, worauf zielt das Thema dieser Ausgabe? Gibt es gewisse Vorstellungen oder Wünsche? Gibt es gewisse Aspekte, die wir beobachten sollen? In welche Richtung gehen die Illustrationen? Qua Technik, Material, Farbe und so weiter. Und erst dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen und entsteht ein Entwurf. Format, Schriftzüge, Papier, Druck und Bindung. Wir präsentieren unsere Vorschläge und setzen den kompletten Text ohne Bilder. Die gibt es nämlich noch nicht. Und somit schaffen wir eine Struktur für den Illustrator. Wir halten engen Kontakt mit allen Beteiligten. Eine wirkliche Zusammenarbeit. In 2010 werden wir eingeladen, uns an einem Wettbewerb zu beteiligen. Es handelt sich um eine neue Identität für das Amsterdams Historisch Museum. Das Haus bekommt einen neuen Namen, Amsterdam Museum. Da wir schon an mehreren Ausstellungen beteiligt waren, kennen wir das Museum, seinen Direktor und einige der Mitarbeiter gut. Trotz unserer Einwände gegenüber Wettbewerben entscheiden wir uns in diesem Fall für eine Teilnahme. Die Teilnehmer werden gebeten, nicht nur Entwürfe zu präsentieren, sondern ebenfalls eine Charakterisierung oder Zukunftsperspektive. Man würde zwar meinen, das sei die Aufgabe der Museumsleitung, aber es sei so. Ein Großteil der Publikationen des Museums wird innerhalb des Hauses von einem angestellten Gestalter realisiert. Eine wichtige Bedingung lautet deswegen, das Erscheinungsbild soll in allen Bereichen einfach, konsequent und erkennbar auch durch Dritte anwendbar sein. Zusammengefasst lautet unsere Auffassung, die Augen glauben sich selbst, die Ohren anderen. Das Amsterdam-Museum soll die Geschichten hinter den Bildern erzählen. Nicht nur im Museum, sondern ebenfalls draußen auf der Straße, an historischen Orten, dort, wo neue Entwicklungen stattfinden. Das Logo ist eine Verbindung zwischen den Wörtern Amsterdam und Museum. Amsterdam ist das Museum ist Amsterdam. Der spezifische Charakter des Logos entsteht durch zwei kleine Eingriffe. Amsterdam ist in Fett gesetzt und das zweite M wird durch einen Underscore ersetzt. Die meisten Logos brauchen bei der Anwendung eine isolierte Position und viel Raum. Es sind Abbildungen, die sich oft schlecht mit Text und Bild kombinieren lassen. Diesen Konflikt wollen wir vermeiden. Deswegen unser Vorschlag: Das Amsterdam-Museum benutzt alle analogen und digitalen benutzt für alle analogen und digitalen Publikationen nur eine einzige Schrift. Die FF Netto, ein Entwurf von Daniel Utz aus 2008. Die Schrift wird zum bildbestimmenden Element. Das Logo ist eine Zusammenstellung aus dieser Schrift. Es braucht keine isolierte Position, weil es in alle Texte integriert werden kann, ohne aber darin völlig zu verschwinden. Das Logo wird einfach gesetzt. Es ist keine Abbildung, sondern Text. Ein Gremium bestehend aus Direktor, einigen Kuratoren und Mitarbeitern der Abteilung Marketing Kommunikation hat sich unsere Präsentation angesehen und angehört, sich aber mit Stimmenmehrheit für einen anderen Gestalter entschieden. Auf eine Bewertung von dem, man sieht es hier, was letztendlich daraus geworden ist, verzichten wir besser. Der Gestalter hat sich, wie sich später herausstellte, eine beim Gremium gut ankommende Geschichte schreiben lassen. Unser Fazit, man sollte es sich doppelt und dreifach überlegen, an Ausschreibungen teilzunehmen, wo nur der Preis durchschlaggebend ist. Oder an Wettbewerben, die nicht selten nur schlechtes Theater sind und somit Zeit- und Geldverschwendung für sowohl Designer als auch für Auftraggeber. Bei Wettbewerben handelt es sich um allerhand Sachen, aber grundsätzlich nicht um die Realisierung der bestmöglichen Lösung eines Gestaltungsproblems. Das ist sowieso unmöglich, weil das Finden dieser Lösung das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit und viel Rücksprache zwischen Auftraggeber und Designer ist. Zusammenarbeit und Rücksprache, die bei Wettbewerben ausgeschlossen sind. Wettbewerbsteilnahmen haben wir uns in der Vergangenheit zwar
haben uns in der Vergangenheit zwar den einen oder anderen Auftrag geliefert, aber selten das, worauf wir im Grunde hinaus wollen, eine dauerhafte geschäftliche Beziehung. Naro News ist eine Herausgabe der Stiftung Niederländisches Archiv Grafikdesigner. Diese Stiftung, heute Teil des Wim Kraul Instituts, beschäftigt sich mit dem Erhalt von kulturellem Erbgut im Bereich Gestaltung. Die Ausgabe geht an alle 2.500 Mitglieder des Berufsverbandes Niederländische Gestalter, die BNO, geht an Museen und Kulturinstitutionen. Es erscheinen letztendlich 4 Ausgaben in einem Zeitraum von 4 Jahren. In den Jahren davor hat es auch schon ein Informationsblatt über die NAGO-Aktivitäten gegeben. Und diese erschienen in Form eines gefalteten typografischen Plakats durch Sabine bei UNA gestaltet. Als NAGO-Vorstandsmitglied ergreife ich dann die Initiative. Zukünftige Publikationen sollen nun den Fokus auf die bereits entschlossenen Archive legen. Budget davor 0,0 Euro. Ich mache meine Runde unter den mir bekannten Leuten und Unternehmen, um sie von der Bedeutung dieser Ausgabe zu überzeugen. Die Ausgabe ist für alle Beteiligten eine sinnvolle Alternative für Werbung. Und das kommt meinem Anliegen zugute. Paul Spies, der heutige Vorstand und Direktor des Stadtmuseums Berlin und Chefkurator des Landes Berlin im Humboldt-Forum, kann ich für die Beratung in Bezug auf den Inhalt gewinnen. Er ist ebenfalls für die Endredaktion zuständig. Und außerdem lädt er viele Autoren für inhaltliche Beiträge ein. Sabine, die mittlerweile in Amsterdam ihre eigene Praxis, Reinhard Typografisch Ontwerp, führt, übernimmt erneut die Gestaltung. Reinier Gerritsen beschäftigt sich mit der Fotografie. Grafisch Papier stellt die unterschiedlichen Papiere zur Verfügung. Druckerei Maat Spuit und Binderei Bauer en de Vries versorgen Lithografie, Druck und Bindung. Frank Blokland van de Dutch Type Library, DTL, stellt Sabine alle verwendeten Schriften zur Verfügung. Das sind die Procyon, die Argo, die Albertina und Noble. Und darüber freut sie sich heute noch. Jede Ausgabe ist einem gewissen Thema gewidmet. Material, Technik, Form oder Farbe. Und als Gegenleistung wird dem Papierlieferant, der Schriftbibliothek und der Druckerei ein mit dem Thema verbundener Artikel angeboten. Abhängig vom Thema ist jede Ausgabe von Naro News unterschiedlich gestaltet und ausgeführt. Andere Schrift, andere Farbwahl, anderes typografisches Raster, anderes Layout, anderes Papier. Nur das große Seitenformat A3 bleibt gleich. Und auf den Umschlägen befindet sich jeweils ein auf das Thema Vergänglichkeit bezogener Spruch. Unser Fazit: Vertrauen wird einem nicht geschenkt. Vertrauen muss man sich verdienen. Und wenn das gelingt, findet man immer Menschen und Unternehmen, die bereit sind, Zeit und Geld in die Realisierung von Ideen zu investieren. Dann zum Schluss. Jedes realisierte Projekt hinterlässt einen Eindruck. Sowohl der heute realisierte Auftrag als auch die Art und Weise, wie das Projekt zustande gekommen ist, sind entscheidend für zukünftige Aufträge und Auftraggeber. Von 90% der vielen Auftraggeber, für die wir über die Jahre gearbeitet haben, bilden nicht mehr als 8 Personen aus den Anfangsjahren die Basis.
Man kann nicht für jedermann arbeiten, dann muss man auch nicht. Manchmal stellt sich eine Zusammenarbeit als sinnlos heraus. Und deshalb ist es wichtig, für sich zu entscheiden, wofür stehe ich, was motiviert und inspiriert mich, wo stehe ich im Umfeld der Kollegen. Schon vor langer Zeit, damals als Partner bei UNA, habe ich mir über das Unterscheidungsdenkmal unserer Arbeiten Gedanken gemacht. Und dabei kam ich auf das lateinische Wort Präsenz und seine unterschiedlichen Bedeutungen. Präsenz, Gegenwart, Präsenz, Anwesenheit, Präsent, Geschenk und anwesend, Präsentation, Vorführung und Aufmachung, präsentabel, vorzeigbar. Die Lebensfähigkeit einer Organisation ist von ihrer öffentlichen Präsenz abhängig. Wie ein Unternehmen sich präsentiert, bestimmt die Qualität dieser Präsentation. Präsentation ist also durchschlaggebend. Und wie die Präsentation eines Geschenks. Genau das streben wir bis heute an. Die für unsere Auftraggeber gestalteten Produkte und Präsentationen sollen den Charakter eines Geschenks haben. Wohl überlegt, mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit für alle Details, also mit Liebe gestaltet und produziert. Schnell und leicht verdientes Geld bringt das nicht. Abenteuer, besondere Begegnungen und Freundschaften fürs Leben schon. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Danke.